Impressionen der europäischen Doppelstadt Frankfurt-Oder-Slubice ist der Titel einer Fotoausstellung von Winfried Mauseuf. Diese wurde am Donnerstag in der Stadt- und Gemeindebibliothek Slubice eröffnet. In Anwesenheit des Fotografen hielten die Direktorin der Slubicer Bibliothek Agnieszka Minska und der Frankfurter Beigeordnete für Kultur und Stadtentwicklung Markus Derling Ansprachen. Winfried Mauseuf ist unser Haus- und Hoffotograf, das sagt man heute nicht mehr, also sagen wir, er ist der Frankfurter Stadtfotograf. Die persönliche Sicht des renommierten Frankfurter Fotokünstlers steht im Fokus der Bilder. Das Spektrum der Themen berührt die Bereiche Kunst, Kultur, Wirtschaft, Architektur, Landschaften, Sportler und Menschen. Die Ausstellung soll in allen Partnerstädten von Frankfurt-Oder gezeigt werden. Mit dieser Idee und der Themenvorgabe war die Stadt Frankfurt an Winfried Mauseuf herangetreten. Und dann haben wir uns natürlich mit meinem Freund, der mir viel hilft, Herr Drewing, Gedanken gemacht, was können wir anbieten, und haben dann erstmal so eine Grobsortierung vorgenommen. Es waren etwa 2000 Bilder und aus den Bildern haben wir 80 Bilder, die für die Ausstellung dann, oder 80 Bilder, die dann in der Ausstellung zu sehen sind, ausgesucht. Oder ich war zum Beispiel auf dem Turm des ehemaligen Schützenhauses, ja heute der katholischen Kirche. Das war schon fast lebensgefährlich. Oben der Turm, der ist schon fast Einsturz, da besteht fast Einsturzgefahr, aber wir sind da hochgegangen und haben ein wunderschönes Panorama in Richtung Frankfurt gemacht. Also das ist das finde ich so schön, so lebendig, dieser Ausdruck, der Blick, also natürlich ein bisschen Komposition dabei gewesen, dass man hinten den goldenen Herbst damit reinbringt. Zum zweiten Ausstellungsteil im Collegium Polonicum sprach Verwaltungsdirektor Krzysztof Wojciechowski die Begrüßungsworte. Die Konzeption der Fotogalerie ist für alle Frankfurter Partnerstädte geeignet. Die Besucher sollen Interesse an der Partnerstadt in Verbindung mit Slubice bekommen. Eine Eröffnung im Frankfurter Rathaus und die Präsentation in Vitebsk haben erste Erfolge gezeigt. Damit trägt Winfried Mauseuf mit seinem kulturellen Schaffen zur überregionalen Repräsentation der Doppelstadt an der Oder bei. Vertreter der Stadt wissen das zu schätzen. Und als Künstler hat er diese Stadt, die Doppelstadt Frankfurt-Oder und Slubice, viele tausend Male fotografiert, hat Bildbände daraus gemacht, wunderschöne Ausstellungen und ist deshalb auch ein richtiger Botschafter für Frankfurt-Oder weit über unsere Grenzen hinaus. Und dafür können wir immer wieder nur dankbar sein. Also ich denke, es gibt ein sehr vielfältiges Bild von unserer Stadt, von unserer Doppelstadt ab. Es hätten einige Motive mehr von Slubice dabei sein können, aber das war in der Hektik der Auswahl vielleicht dann doch zu kurzfristig gedacht. Aber ich denke, Frankfurt-Oder und Slubice ist in dieser Ausstellung sehr gut dargestellt. Die Ausstellung wird Mitte November nach Gorzów weiter wandern. Dort ist auch eine Reihe von Veranstaltungen und Workshops, insbesondere mit Schülern und Jugendlichen, geplant.